Moin Leute und herzlich willkommen zurück Und er wollte, dass man es kennt. zu, halt die Fresse, Alan, zu Alan Wake. Das letzte Mal haben wir uns durch den Wald auf dem Weg zum Lover's Peak gemacht, wo uns der Entführer, unsere Frau, erwartet. Und wie man da auch sehr schön sehen kann, Wakes Treffen ist mit dem Entführer schiefgelaufen, es kam zu Handgreiflichkeiten, aber der Mann konnte entkommen. Wake muss jetzt zur Hütte und zu Barry zurückkehren. Also wir müssen es schaffen, jetzt irgendwie durch den Wald zurück... Halt die Klappe, Alan. Wir müssen es irgendwie schaffen, durch den Wald zurückzukommen. Und der Entführer verlangt von uns die Manuskriptseiten, damit wir Alice befreien können. Mal schauen, was als nächstes geschieht. Let's go. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Das habe ich gerade schon erwähnt. Sag's keinem. Also wir haben jetzt immer noch Leuchtfackeln, was uns die ganze Sache ein bisschen einfacher machen wird. Wir haben hier eine neue Manuskriptseite. Okay, ich glaube, hier waren wir schon. Und dann haben wir aufgehört, ne? Irgendwie so. Okay. Falls man es im Hintergrund hört... Das nicht. Falls man es im Hintergrund hört, ich habe das Fenster offen. Das liegt daran, dass draußen ungefähr 25 Grad sind und ohne offenes Fenster wäre hier drin stickig wie sonst was. Und deshalb habe ich das Fenster offen. Das heißt, ihr müsst jetzt mit Vögelgeräuschen und so ein Zeug... Vogelgeräuschen, nicht Vögelgeräuschen. Vögelgeräusche gibt's auch, aber das ist ein bisschen was anderes. Nein, mit Vogelgeräuschen klarkommen, die ihr von draußen hören werdet. Und es werden gleich wieder die Glocken schallen, aber dann werde ich versuchen, vorher zu pausieren. Der da... Der flackert so komisch, das ist definitiv so ein dunkler. Kann ich den jetzt schon... Nein, von hier noch nicht. Nee. Da liegt eine Bärenfalle. Ich glaube, da sollte ich nicht reinlaufen. Was ist denn hier noch? Ist hier was? Nein? So gar nichts? Der Wald ist immer so krass weitläufig. Man weiß irgendwie nie, ob da jetzt noch was ist oder nicht. Oder doch, oder hm. Hallo? Something here? No? No. I don't think so. Okay. Dann zurück. Wir haben nur noch 6 Batterien. Das könnte knapp werden. Vor allem, wenn wir nochmal so großen Viechern begegnen. Na, schauen wir mal. Erstmal zurück auf den Weg. Ich glaube, ich laufe da besser echt nicht rein. Ziemlich doof. Oh. Gut, dass hier nicht viele davon sind. Wetten wir, hier kommt gleich noch ein Kampf zwischen den Dingern. Da ist noch einer. Bin ich gerade fast reingerannt. Achso, wenn man da drauf leuchtet, dann leuchten... Ah. Dann leuchten die so, weil das Metall ist und Metall reflektiert. Oh shit. Gut, dass hier nicht viele Bärenfallen liegen. Nee. Noch mehr? Nee, okay. Ich halte die Dinge jetzt aber trotzdem mal, die Taschenlampe aber trotzdem mal in Bodennähe. Man weiß ja nie. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen gleich Besuch. Ach! Moment. Ich meine, wenn man die Dinger umschießt, kriegt man auch irgendwas. Oh. Das wollte ich nicht. Immer aus, ich sehe nichts. Was? Ich habe doch gerade den Revolver ausgewählt. Ach so. Ah, ich drücke die falsche Taste. Drrr. Fail. Das war daneben. One hit. Sehr schön. Selbst wenn die dann noch drauf liegt. Egal, ich schieße mal runter. Wir haben genug Munition hier. Da oben sind wieder X-Raben. Na toll, jetzt habe ich 2 Dingens verballert. Naja, egal, was soll's. Wird schon passen irgendwie. Wahrscheinlich werde ich jetzt bitterlich sterben. Okay. So, mal gucken. Hier noch was? Hier sind so viele Möglichkeiten für Secrets. Das ist schlimm. Ich glaube aber nicht.
Das hatte ich beim letzten Mal, als ich hier das gespielt habe, die Szene hier, hatte ich das auch, dass ich so ewig lange nach Secrets gesucht habe und irgendwie war nie irgendwo was. Kontrollpunkt, jetzt kommt ein Fight. Okay. Ja, wow. Wow. Ruhig. Okay. Das war seltsam und ging verdammt schnell. Scheiß Hinterhalt. Ha. Fuck you. Einer weniger. Und dafür möchte ich jetzt eigentlich keine Batterie wie nutzen. Wow. Was war das? Warum wird das auf einmal so heftig? Nein. Noch jemand? Kommen garantiert noch Typen, aber ich gehe mal weiter. Mal gucken. Das ist schon wieder alles so verschwommen hier, so albtraumhaft. Hi, na ihr? Ich möchte gerade eigentlich nicht unbedingt mit euch kämpfen. Vor allem, wenn dir jetzt einer von der Seite kommt. Okay. Wow. Bleibt da nicht. Achso, das ist ein Stein. Gerade sagen, bleibt da nicht stehen, Mann. Gerade was, oder? Ich habe gerade im Augenwinkel irgendwas glänzen sehen, aber könnte mich auch geirrt haben. Alles klar. Weiter geht's. Ich glaube, man soll hier echt nicht alle Kämpfe mitnehmen, sonst wird das nix. Huh. Ich weiß ja nicht. Mal gucken. Oh, den hier würde ich gerne anschalten. Nein! Jawohl. Das war knapp. Wow. Von wem oder was wurde ich da gerade getroffen? Wow, das war sau knapp. Da war so ein großer mit einer Axt. Ich mag die nicht. Okay. Ist hier irgendwas? Hallo? Gar nichts? Okay. Dann nicht. Ah, da ist eine Manuskriptseite. Sehr gut. Ein Jagdgewehr. Nett. Das könnte wehtun. Ein Flugzeug? Was macht das denn hier? Wie zur Hölle ist das denn hier reingestürzt? Ich hatte den Flugzeugabsturz gehört. Es ergab keinen Sinn. Es war gerade erst hier runtergekommen, aber es war uralt und sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen. Der Anblick jagte mir einen Schauer über den Rücken. Habe ich da was verpasst? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was vergessen oder verpasst oder so. Oh, Leuchtfackel. Okay. Oh, das sieht schon wieder so hart nach Fight aus hier. Da hinten ist Licht. Will ich zum Licht? Ich glaube, ich will zum Licht. Lauf.
Ha! Ja, super. Nope. Also dich will ich auf jeden Fall loswerden. Und du bist einer von denen, die immer... die rennen können. Ich glaube, ich will die alle loswerden, ne? Na, hier wäre auch ein Fuck. Generator gewesen. Den ich jetzt natürlich nicht mehr schaffe. Wake, würdest du bitte fokussieren? Hier ist bitte nur der eine? Nein, natürlich nicht. Okay. Na, weg hier. Mann. Okay. Kontrollpunkt, Jagdgewehr, Munition, sehr schön. Ich meine, solange ich ausreichend Munition habe, kann ich auch alles umnieten, was mir irgendwie in die Quere kommt. Aber sobald das nicht mehr der Fall ist, ja, dann bin ich gearscht. Okay, hier lang. War da gerade eine Seite? Ah, ich bin doof. Oder halluziniere oder keine Ahnung. Muss dahin. Okay. War schon lange keine Kiste mehr. Also so eine Dingskiste, so eine Lootkiste. Oh, das Licht. Das Licht. Ich will an dir vorbei zum Licht. Ha! Was war denn das? Lass mich da durch. Lass mich einfach dahin. Danke. Und weg sind sie. Puh. Ah, ich erinnere mich an die Szene hier. Ha, ha. Okay. Das war auf jeden Fall ganz cool. So. Da oben ist der Funkturm. Das rote Blinken da ganz oben am Berg. Huh. Yo. Nee, ist klar. Ach, du kippst gar nicht. Ja, dann hätte ich mir gar keinen Stress machen müssen. Wow. Ach, da sind wieder diese Flecken auf dem Boden. Ich sehe schon. Uff. Sollte mich als Putzfrau einstellen. Ich habe eine Taschenlampe, die Schmutz beseitigen kann. Ist voll praktisch. Hätte ich auch gerne. Würde ich auf meinem Bett liegen und einfach durchs Zimmer leuchten und alles wäre weg. Ich muss nicht mehr saugen oder so. Voll gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist noch mehr als nur so ein bisschen diesem schwarzen Zeug. Eine Manuskriptseite zum Beispiel. Sehr schön. Schöne Mühle hier, muss man sagen. Ich mag sowas, solche alten Gebäude und sowas. Das ist noch eine Manuskriptseite, meine Fresse. Ja. Komme ich da durch? Treten. Ach so. Ha! Ja, genau. Okay, ich wollte jetzt eigentlich nicht da drauf springen, aber hey. Ich mag diese Partikel, die da wegfliegen, diese Lichtpartikel. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen aus wie, wenn das einer kennt, das Spiel Really Big Sky. Ist ein Side, ja, nee, so ein Bullet Hell, könnte man es nennen, Bullet Hell Shooter. Das ist einfach so ein Mindfuck. Letztendlich, das hat man... Es begreift irgendwann nicht mehr, was da abgeht. Es ist krank.
Okay. Deck hat auch schon mal bessere Tage gesehen, ne? Und diese Staubpartikel, die jetzt hier im Licht tanzen, das ist cool. Und der Mond. Moonlight. I just live in the moonlight. Na, 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 na. Ja gut, wenn ich den Text könnte, könnte ich es auch singen, aber nein. The darkness. Where's her? What? Where's her irgendwas? Her face? Face. Ah! Ich hätte gern die andere Waffe. Okay, das Jagdgewehr ist ziemlich mächtig. Das ist cool. Okay, die Dunkelheit trägt ihr Gesicht. Was das wohl zu bedeuten hat, ich weiß es nicht. Mal gucken. Kriegen wir jetzt gleich Alice-Gegner. Also diese Gegner, die aussehen wie Alice. Da ist nochmal das Skript. Kann ich die von hier aus nehmen, ehrlich? Das ist wäre so eine Speedrun-Taktik für 100%. Sehr cool. Aber das... Nee. Kiste, please. Danke. So. Fledermäuse. Ganz viele. Und Batterien. Und Revolver-Munition. Dann halt nicht. Mann. Oh, schnell zur Seite, sonst trifft mich hier noch was. Da. Es ist zwei von den Großen? Jetzt wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und weg mit dir, sehr schön. Okay, ich habe noch zwei Schuss für einen von den Großen. Hoffen wir mal, dass keiner mehr kommt. Da oben ist Licht. Okay. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich einfach an den vorbeigerannt hier. Um dann zum Licht zu kommen. Aber das war auch nicht ganz einfach. Von daher ist das schon ganz gut, dass ich das jetzt so gemacht habe.